Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen. Ich habe gar nicht so lange gebraucht. Ich glaube, es waren knapp 10 Minuten, um schnell durch die Nachbarschaft zu rennen, meinem Opa seinen Fernseher wieder richtig einzurichten, weil irgendwer da rumgefummelt hat, Man dass er kennt jetzt Fußball es. gucken kann. Man kennt es, alte Menschen und so, die fummeln immer an Sachen rum. Und Jetzt dann. bin ich wieder da. Wie gesagt, 10 Minuten später hat mir gerade noch was vom Chinesen bestellt und Herr Oh. Sayan ist auch da. Herr Sayan hat in der Zeit allerdings kurz weitergespielt, hat jetzt auch eine Armbrust gefunden und Herr Sayan, zeigt doch mal schnell, was du jetzt alles hast. Also wir haben das Glück gehabt, das Flugzeug hat gerade über uns den Loot abgeworfen. Das heißt, wir haben jetzt 20 Sprengladungen zur Bodenprobe und glatte 2 Steinbrüche plus eine LR-300, also ein LR-300 Sturmgewehr mit 23 Schuss. Und ja, ich habe halt noch die Armbrust gerade gefunden in dem zusätzlichen Loot-Dingens. Und wir sind halt ja, Bodenproben. Ich feiere das gerade voll. Ich nehme mir gleich mal einen mit und gleich ein Bergwerk. So, pam. Mit den Bodenproben können wir nämlich einmal im Boden gucken, was für Rohstoffe zur Verfügung stehen. Und das Bergwerk können wir draufsetzen, damit es die Das abbaut. ist scheißegal. Ey. Hauptsache, das Ding fördert Unmengen an Stein. Mass of Stones und dann können wir hier, weil uns ist nämlich die ganze Fassade hier weggerissen. Also wirklich, also Ja. krass. Richtig krass, weißt du? Die Aufnahme geht zu Ende und hier bricht alles weg. Alles instant. Irre. So, jetzt geh doch mal hier, mach doch mal hier. Vorsicht. Ja, ich habe auch noch Arm. Ist jetzt los? Ich will das sehen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, du musst es wahrscheinlich erstmal einfach in den Boden stecken. Ich würde es aber nicht. Dann lass uns Ich da würde zur es ein bisschen weiter Steinformation gehen. wegmachen. Ich würde hier zur Gut. Steinformation gehen. Ja. Weil hier haben wir ja schon Stein. Dann können wir das Ja. gleich im Stein testen. Also ich denke mal, das ergibt dann Ja. für mich am meisten Sinn. Ja. Warte. Oh, durch den Hals, Junge. Ich sag's dir. Junge, Willst bist du es willst fiese, eben. ey. Willst du es kaputt machen oder soll ich? Mach du mal. Mir egal, ich mach durch. Ich finde, die Musik, die jetzt gerade läuft hier bei mir, hört sich ein bisschen an wie Minecraft, finde ich. Hier ist der perfekte Platz. Mach es hier. Hier finde ich super. Hier genau hier in der Mitte. Hier finde ich Okay, super. okay. Do it. Lauf! Oh, lauf, 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 lauf. Das zündet. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Zündet Knaller. Knaller! Irre. Und jetzt? Weiß ich nicht. Also hier, es ist folgendes Springen. Benutze sie im Gelände, um zu sehen, welche Ressource für den Bergbau zur Verfügung stehen. Ja. Ja, toll. Haben wir Haben wir gemacht, ne? doch. Oder meinen Sie im Gelände wirklich so eine Felsklippe irgendwie? Alter, ist das. Alter, ist die Förderanlage riesig. Glaube ich. Los, bau sie. Kann ich nicht, hier ist alles rot. Echt? Dann müssen wir weiter weg. Kannst du sie vielleicht hier hinbauen? Hier irgendwie? Ist kein Platz. Ey, bau sie Alter. dahin, wo Platz ist, ohne Spaß. Oh, apropos, ich habe noch 75 Essen. Ich muss langsam mal was essen tun. Da kommen wir wieder zu dem interessanten Punkt, dass ich die Dinger anscheinend nicht bauen kann. Hä, warum solltest du nicht Ich bauen gebe dir die können? mal, ich gebe dir die mal. Dann guckst du bitte mal, ob du die hier irgendwo setzen kannst. Wow, die ist aber groß. Ja, ne? Müssen wir die irgendwie mal ein bisschen eben bauen oder so? So ging es mir auch. Ich meine, wenn man ein bisschen ne, er schiebt das ja schon dann in die richtige Höhe, wenn er dann mal einen Platz hat, weißt du, aber Ja, aber er hat ja keinen passenden Platz. gar nicht. Warte mal. Könnt ihr mal unseren Freund Google fragen? Frag mal Google. Google weiß das. Ja, okay. Ich gehe noch mal ein bisschen auf Plünderung. Mal. Okay, Google. Rust-Steinförderanlage.
Schön auf fördertechnikhersteller-schönau.com. Steiner Förderspiralen, wir planen Ihre Förderanlage. Geil. Das hat irgendwie gar nicht geklappt. Geil, Stein gefunden. Staubrost. Spiel noch dahinter schreibe. Da, Rust PC, Download Systemanforderung, nein. Rust Download, nein. Große Veränderung im Survival Game, Rust Wiki. So, ich guck mal nach dem Wiki. Aber ich finde das ein bisschen doof, wenn ich das jetzt in der Aufnahme mache eigentlich. Ja, aber wir müssen es irgendwie... mache ich irgendwie nichts in der Aufnahme. Ja, da müssen sie dann durch. Müsst ihr durch, Jungs, müsst ihr durch. So, du bist auf einer Insel gestrandet, bla bla bla. Kann ich jetzt irgendwie hier mal suchen? Ich habe hier ein Suchfeld, ich mache jetzt mal Stein. Jawohl, noch eine Plane gefunden. Der Anlage. Und jetzt such das, Bitch. Oh, ist aber schon viel geworden hier. Nein, mein Loot verschwindet. Für Steinförderer dann gibt es keine Suchergebnisse. Mhm. Ist das ein Steinförderer? Also ich setze mich jetzt hier. Steinbruch. Ein Blech. Okay, was können wir loswerden? Den Apfel, den können wir essen. Es gibt aber für Steinbruch keinen. Oh. Muss es aber. Was? Hier. Steinbruch. Da, das wird mir vorgeschlagen tatsächlich. Mining Query. Rust-wiki.com. Okay, und das. Hoppala. Das, wird, Also. Mining Query fördert Mineralien zutage. Du kannst eine Probe entnehmen, um den Erzgehalt in diesem Gebiet zu bestimmen. Wow. Das Ding, wenn du es bauen willst, brauchst du 10.000 Holz, 1.750 Metallfragmente und 500 Stoff. Was sind wir Kings, dass wir es durchs Loot bekommen haben, wa? Zweimal. Steinbruch, Mining Query. Automatisiert den Prozess der Gewinnung von Ressourcen wie zum Beispiel Stein, Metallerz, Riffelerz, hochwertiges Metallerz. Von der Nutzung des Steinbruchs wird die Mineralexplosion mit Hilfe einer Bodensprengung empfohlen. Für die Arbeit des Steinbruchs sein Motor wird der Brennstoff wird der achso, einfacher Brennstoff wird gefordert. Für diesen Zweck geeignet. Der Steinbruch hat 2500 Haltbarkeit. Um ihn zu zerstören sind 9 zeitgesteuerte Sprengladungen, bla bla bla. Wie kann man den Steinbruch herstellen? Irgendwas tappelt hier rum. Geh mal eben ins Haus. Ja, ist besser. Ich bin's nämlich nicht. Weil das Haus auch nicht mehr so sicher ist. Geh einfach ganz oben in den ersten Stock oder so. Bisschen windig. Ach, da hinten ist nur ein Reh, das habe ich wahrscheinlich gehört. 29%, 18%. Willst du das noch essen? Nein, jetzt nicht. Also will ich bestimmt, ja. Aber ich habe mir gerade lecker Chinesisch also, wie geiler kann man sich herstellen? Anwendung. Der Steinbruch, den Steinbruch soll man streng auf der Erde feststellen. Vor der Nutzung des Steinbruchs wird die Mineralexplosion mit Hilfe der Bodenprobenspannung empfohlen. Ja, empfohlen heißt nicht, dass wir es müssen. Sprengung wird helfen, die Verfügbarkeit von Ressourcen und deren Anzahl zu bestimmen. Daraus kommt die Effizienz der Produktion. Je reichere Vorkommen du findest, desto schneller und sparsamer Gewinnprozess gehen wird. Start und Ressourcen. Für die Arbeit des Steinbruchs sein Motor wird der Brennstoff gefahren. Einfacher Brennstoff ist für Zwecke geeignet. Bla bla bla. Zuerst muss man ihn tanken. Bla bla. Geht zur blauen Fässer und drücke E. Ist mir scheißegal. Ich will wissen, wie man den setzt, Junge. Das ist wahrscheinlich wieder so billig und wir kommen noch nicht drauf. Deswegen beschreibt es keiner. Ich werde das aber nochmal mit. Ich werde das nochmal mit Dings machen. Ich werde mir nochmal eine Sprengladung holen. Ja, aber vergeig die nicht. Wir haben nur 10 und ich weiß nicht, wie teuer die sind. Ja, ja. Oh, ich habe übrigens 2 rohes Hähnchen. Die kann ich ja mal. In den Kühlschrank, den Grill bitte. Schmeißen. Oder in den Kühlschrank, weil im Grill lässt sie wieder nur verschmoren. Das Spiel kenne ich schon. Ja, stimmt. Ich tue sie da trotzdem erstmal rein und.
So, ich glaube, ich laufe nochmal hier hinten hin. Ich habe hier, aber hier ist ein Bild. Der hat das Ding mitten auf die Straße gebaut, in dem Fall. Das ist ein GIF hier. Mitten auf der Straße hat er das gebaut. Dann probier's doch mal bei unserer Straße. Aber hier sagt er mir auch nichts. Ja, komisch. Ich dachte, ich höre ein Schwein, ey. Barretts! Ist gerade gesprengt? Ja. Oh, Alter, das höre ich bis hier hinten. Ja, bauen kann ich es trotzdem nicht. War das wieder eine sinnvoll eingesetzte Sprengladung? Macht ja nicht. Finde ich schon okay. 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 Geh mal zurück. Steinbruch setzen. Suchen. Bodenbrummelspende und Co. Malrust. Ah, da bist du, okay. Da ist noch mehr, das kann ich ja nebenbei noch looten hier. Ahoi, weiß jemand, was ist mit den Bodenproben? Okay. Auf sich hat, wie funktionieren die, wo wird das langsam, wie ist am Boden? Ich habe ein paar Mal losgezündet, aber außer einem kleinen Knall passiert nichts. Gut, ins genauso. Ich bin nach meinem Urlaub noch nicht ganz auf dem Waffenstoff. Du brauchst einen Sprenger. Zündest dir an einem beliebigen Ort, am besten an einem ebenen Ort mit etwas Platz. Dann entstand eine kleinere Karte, aus dem kleine Ressourcenpakete rausfliegen. Anhand der Pakete siehst du, welche und wie viele Ressourcen im Boden liegen. Okay, das ist davon passiert. Dann kannst du eine Ölpumpe oder Steinbruch in den Krater setzen. Aber es ist gar kein Krater entstanden. Ja. Crazy people. Aber, als ich gestern mal kurz gespielt habe, hatte ich weder einen Krater noch Ressourcen, die aus der Sprengung rauskamen. Wenn kein Krater, gibt's nix, aber ansonsten stimmt so ein Bau viele Ladungen, okay? Scheiße. Obwohl, es hat geklappt. Ladung platzieren, warten und hoffen, dass einem Items um die Umfliegen abschnitt halten, Sprengung für so Schaden am Spieler und ja, man braucht sehr viele Ladungen, um die gewünschte Ressource zu finden. Ja gut, ist ja egal. Vor allem, wenn die Mine nicht dahin passt, wo alles vorhanden ist. Okay. Aber ich nehme mir nochmal eine Sprengladung und mach das mal auf den Weg. Ich habe auch noch 9 Stück. Apropos, ich bin gerade am Starven. Ich pack mal meinen ganzen Kram, also auch Sprengladung und Mine. Ah ne, die habe ich dir ja gegeben. Das ist nicht dein Ernst, ne? Du bist gerade runtergefallen. Das ist nicht dein Ernst! Was denn? Alter! Warum? Oh, ich weiß es. Was denn? Ich vermute, ich weiß es, weil das Regal zu schwer für das Pendant ist. Schade. Deswegen das andere gerade mal schnell gesaved. Dann auf jeden Fall die Pumpe, den Dingens mit rein und Barretts Plünder mal. Ich habe mir keinen Platz mehr. So. Ich laufe jetzt mal zur Straße und mach dann nochmal Peng. Ach, mach halt mal. Ich mach's mal. Oh, warte, hier ist ein Kürbis. Ich nehme mal den Kürbis. Den Kürbis essen kann. Hier kommen ganz viele Kürbisse bald, hoffentlich. Ja. Aber den einen Kürbis musste ich mal essen, sonst wäre ich jetzt drauf gegangen. Ja. Ich such mal eben eine Stelle, die nicht voll mit Gras ist, damit ich den Krater hier
Obwohl, das ist keine ebene Fläche hier. Hier wäre wieder eben. Aber eben war das doch noch hier. Eben. Boah, schlechter Witz. Hier ist jetzt definitiv kein Krater entstanden. Hä? Hier ist definitiv kein Krater entstanden, da wo ich jetzt... Oh, ja, ich finde das so super nervig. Ah, es geht, ne? Glaubst du gar nicht. Doch. Das glaube ich dir tatsächlich. Oh, warte, dann nehmen wir die hier raus. Komm, der Kühlschrank. Aha. Hab sie gebaut. Geht nicht. Nice. Wo denn? Hier hinten auf dem Berg. Hinten auf dem Berg? Da, wo wir vorhin waren? Ja. Kann sein. Geh einfach mal von deinen Kürbisbeeten den Fluss entlang, den Berg hoch. Hier habe ich es hingebaut. Den Fluss entlang, den Berg hoch. Und bring Dings mit. Was? Einfaches Brennen. Ja, okay, warte. Und alles Tierfett und alles Stoff, was du hast. Ja, warte kurz. Was wir da haben. Perfekt, Junge. Wie geil. Geil, ich feier das Ding gerade voll. Ja, hau ab, du Schwein. Soll ich dich abholen oder findest du es? Ja, hol mich mal lieber ab. Warte, ich hol eben noch aus dem Ding jetzt das Zeug raus. Wo haben wir den Scheiß? Der müsste hier drin sein, ne? Genau. Was ist einfacher Brennstoff? Genau. So, dann warte nochmal. Die Steine snacken. Das muss weg. Das kann weg. Das kann weg. Die Schilder können da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Die Plane kann da rein. Das kann auch erstmal da rein. So. Bist du schon da? Ja, ich bin da. Wo denn? Ach, da unten. Ich hab dich gar nicht gesehen, weil du vor den gelben Maiskolben stehst. Komm. Hier. Da einfach den Berg hoch. Stein. Da habe ich nämlich eine Sprengladung gesetzt. Und ja, dann ist da nämlich wirklich ein Stück, als wenn du. Alter, willst du mich verarschen? Entschuldigung. Wenn du nicht damit umgehen kannst, dann pack sie weg. Ich hab mich umgedreht und bin aus Versehen auf die linke Maustaste gekommen. Also nochmal. Du hast ja vorhin gemerkt, dass du, als du ein volles Inventar hattest, aber noch Rohstoffe abgebrochen hast, dass das Gestein in Minecraft-Blöcken aus dir rausgefallen ist, ne? Ja. So, und das passiert auch, wenn du hier eine Sprengladung machst. Dann fliegen die um die Ohren. Und, wenn du hier die Sprengladung machst und, da was ist, dann kannst du, dann siehst du das und dann ist da auch ein Loch und dann kannst du das da auch reinbauen. Verstehst du? Ja. Und jetzt schmeiß hier mal... Hab ich schon. Hast du schon? Hab ich schon. Schneller. Tut mir leid. Jetzt schalt ein Motor an. Ja, geil! Alter Schwede! Ich krieg Kinder, Alter, so doll freue ich mich. Boah, geil. Oh, ich hoffe, der fördert halt richtig viel, ey. Öffnen. Boah, ja. Ja, ja, ja. Also, Metall haben wir, Stein haben wir. Wir können den einfach mal laufen lassen. Ja, Logo. Jeden Tag mal hingehen. Okay, 95 hast du. Das ist ganz cool. Ich glaube, das reicht doch erstmal. Denke. Mal gucken, wie lange er läuft. Ich würde sagen, wir lassen ihn erstmal laufen. Ja. Und kommen später nochmal wieder und gucken, was er alles so gefördert hat. Dann nehme ich auf dem Rückweg mal ein bisschen Holz mit. Das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Weil dann können wir erstmal alles mit Holz etwas erhöhen. Ja. Genau. Damit wir zumindest wieder Wände haben. Oh, ja, dann machen wir es in der nächsten Folge.
Also, bis dahin. Bis dann. Tschüss.